Hallo Leute, ich bin Annika Sabin. Ich bin in der Arktis aufgewachsen. Bitte stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und ihm einen Daumen nach oben gebt. Das hilft uns wirklich weiter. Meine letzte Erinnerung an menschliches Leben war, als ich 10 Jahre alt war. Ich erinnere mich, wie meine Mutter mich in diese eisige Landschaft hinausgetragen hat. Der Wind blies uns mit Tausenden von Eiskristallen um die Ohren und ich hielt mich an meiner Mutter fest, aber sie ließ mich los und ließ mich auf den eisigen Boden fallen. Mama! Meine Mutter drehte sich um und ignorierte mich. Sie verschwand und das war die einzige Erinnerung, die ich an sie hatte. Ich wusste nicht einmal mehr, wie ihr Gesicht aussah. Das Trauma, in der Arktis ausgesetzt worden zu sein, hatte meine letzten Erinnerungen ausgelöscht. Und so wusste ich nur noch, dass ich Annika Sabin hieß. Nachdem sie mich verlassen hatte, war ich am Boden zerstört. Aber ich beschloss, dass ich nicht kampflos untergehen würde. Ich war entschlossen zu überleben. Ich lernte, wie man aus den Stöcken, die in den Wäldern in der Nähe lagen, ein Feuer macht. Ich lernte, ein Iglu zu bauen, um mich vor den Schneestürmen zu schützen. Ich lebte von Robbenfleisch und manchmal sogar von Eisbärenfleisch. Das Leben war hart und langweilig. Bis zu einem schicksalhaften Tag. Ich war etwa 16 Jahre alt. Ich war gerade vom Fischen zurückgekehrt, als ich bemerkte, dass Rauch aus meinem Iglu aufstieg. Ich spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Ich hatte kein Feuer angezündet. Wie konnte es also Rauch geben? War ein Eindringling in meinem Haus? Ich sprintete so schnell ich konnte und stürmte hinein, meinen Speer in der Hand. Raus mit dir! Ich erstarrte. Es war ein Mann und er sah ungefähr so alt aus wie ich. Er trug einen Mantel aus Bärenfell und als er zu mir aufsah, bemerkte ich seine wunderschönen braunen Augen. Wer bist du? Ich bin Zeke, der Junge hustete. Es tut mir leid, dass ich so hereinplatze. Hau ab! Ich wusste nicht so recht, wie ich reagieren sollte. Aber ich wusste ganz sicher, dass ich nicht wollte, dass er noch länger hier blieb. Ich hatte mein ganzes Leben allein gelebt. Ich brauchte niemanden, der mich belästigte. Es tut mir leid, ich brauchte etwas Wärme, ich... Das ist mir egal, du musst hier weg. Doch dann zögerte ich, denn plötzlich lehnte sich Zeke zur Seite und dann brach er zusammen. Ich stand einfach da und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte einen bewusstlosen Mann in meinem Iglu. Ich könnte ihn zum Sterben draußen lassen. Die Eisbären könnten ihn haben. Es war mir egal. Aber gerade als ich ihn herausziehen wollte, hielt mich etwas auf. Nein, das war nicht richtig. Oh, warum muss ich so selbstgerecht sein? Ich wickelte Zeke in eine meiner Decken und gab ihm etwas Suppe, während er immer wieder das Bewusstsein verlor. Er hatte Fieber. Als er schließlich aufwachte, sah er viel besser und gesünder aus. Er erzählte mir alles darüber, woher er kam. Mein Onkel und ich haben hinter dem Berg gewohnt, aber vor 2 Tagen ist er ausgerutscht und von einem Felsvorsprung gestürzt. Er hat es nicht geschafft. Das tut mir leid. Mein Onkel hat mir erzählt, dass ich Familie in England habe und wir hatten mal ein Radio, aber das ist kaputt gegangen. Ich war hier gestrandet und ich war noch nie der beste Überlebenskünstler. Also bin ich losgelaufen, um Hilfe zu suchen und dann habe ich dich gefunden. Während mein Verstand noch versuchte zu verarbeiten, was ein England war und wer Radio war, ich verstand diese Worte nicht einmal oder wusste nicht, was sie waren, ertönten Geräusche von draußen. Was ist das? Psst. Wir blieben still und lauschten. Und dann wurde mein Blut kalt. Naja, kälter. Eisbären. Oh nein. Du bleibst hier. Nein, ich kann helfen. Ich wartete nicht, um ihn ausreden zu lassen und verließ das Iglu. Ich hatte recht mit den Geräuschen. Wir waren von Eisbären umgeben. Sie brüllten mich wütend an. Ich begann nach ihnen zu schlagen, um sie abzuwehren. Aber so sehr ich mich auch anstrengte, sie waren zu viel für mich. Bald wurde ich überwältigt und einer von ihnen stürzte sich auf meine Kehle. Ich schloss meine Augen und akzeptierte die Niederlage. Plötzlich hörte ich aus dem Nichts ein Quietschen und alle Eisbären hatten sich zerstreut. Ich drehte mich um und sah Zeke vor mir stehen, der mich vor den Eisbären beschützte. Zeke? Zeke drehte sich um und lächelte zu mir herunter. Mir wurde klar, wie süß er war. Geht es dir gut? Zeke half mir auf und wir starrten uns eine Weile an. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, ihn zu umarmen und sogar ihn zu küssen. Aber bevor noch mehr passieren konnte, tauchte plötzlich ein Flugzeug auf und flog ganz tief auf uns zu. Zeke und ich starrten uns schockiert an. Ich hatte noch nie ein Flugzeug gesehen. Ich war sprachlos. Ist es ein Rettungsteam? Vielleicht ist es. Aber die nächsten Worte wurden vom Wind der Flugzeugflügel weggerissen
als sie auf uns zustürzten. Wir schrien und sprangen gerade noch rechtzeitig aus dem Weg. Wären wir eine Sekunde zu spät ausgewichen, wären wir zu Hackfleisch geworden. Das Flugzeug schien die Kontrolle zu verlieren und plötzlich stürzte es auf den eisigen Boden. Oh mein Gott! Eine riesige Rauchwolke stieg in die Luft, während das Flugzeug wie eine Glasscherbe auf dem Boden lag. Zeke und ich warfen uns einen Blick zu, dann sprinteten wir in Richtung des Flugzeugs. Wir kamen an und suchten verzweifelt nach Überlebenden. Hier drüben! Ich folgte Zakes Stimme und sah, wie er eine Frau herauszog. Sie sah aus, als wäre sie in den 40ern. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass ich sie wiedererkannte, aber ich schüttelte den Gedanken schnell ab und gemeinsam zogen wir sie aus der Gefahr. Wir suchten noch einmal nach weiteren Überlebenden, aber es schien, als wäre sie die Einzige an Bord gewesen. Was machen wir jetzt? Wir müssen sie zurück nach Hause bringen. Zake hob die Frau in seine Arme und wir trugen sie zurück. Tagelang blieb die Frau bewusstlos, sie lag in einer Art Koma. Währenddessen kümmerten Zake und ich uns um sie. Eines Tages betrat ich das Iglu mit etwas Holz, das ich zu einem Bündel schnitt. Als ich eintrat, stolperte ich über eine unserer Decken und stürzte. Aber Zake erschien wie eine Art Prinz und fing mich auf, bevor ich mit dem Gesicht nach unten aufschlug. Ich hielt mich an ihm fest und wir starrten uns eine Weile lang an. Unsere Lippen waren nur Zentimeter voneinander entfernt. Ich spürte, wie er näher kam. Wo bin ich? Wir drehten uns um und fanden die Frau, die mit großen Augen im Bett saß. Sie sah uns an. Wo bin ich? Wiederholte sie. Ich stieß mich von Zake ab und kniete mich neben die Frau. Sie sind in der Arktis. In der Arktis? Ja. Die Frau sah Zake plötzlich an. Wer bist du? Ich bin Zake. Die Frau sah mich an. Du bist Annika? Ich war verblüfft. Woher kennst du meinen Namen? Die Frau blinzelte, dann sah sie plötzlich weg. Ich habe gehört, wie der Typ deinen Namen gesagt hat. Oh, ich räusperte mich. Hören Sie, Sie stehen wahrscheinlich unter einem großen Schock. Sie sind mit einem Flugzeug abgestürzt. Wissen Sie noch, was passiert ist? Die Frau zögerte. Ich bin in Richtung Grönland geflogen. Grönland? Das ist ein Land in der Nähe von hier. Ich bin Journalistin, wisst ihr? Eine Journalistin? Wow. Ja. Wie heißen Sie? Mandy Sandy. Schöner Name. Mandy wurde bald ein Teil der kleinen Familie, die wir hier aufgebaut hatten. Nur, dass Zake und ich die meiste Arbeit machten. Mandy saß nur herum wie eine Art Prinzessin. Mandy, kannst du helfen, das Feuer zu machen? Nein, ich bin so müde vom Helfen beim Fischen. Du hast nicht einmal etwas getan. Du hast nur da gesessen und dich beschwert. Es war sehr anstrengend. Oh, warum musste ich nur? Zake hielt mich zurück. Nicht. Ignoriere sie einfach. Aber sie ist so nervig. Ich weiß, aber wenn wir hier draußen überleben wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Gut. Zake konnte manchmal so selbstgerecht sein. Oh, es war so ärgerlich liebenswert. Am nächsten Tag musste ich mich von Zake verabschieden. Er war auf dem Weg zum östlichen Ende des Tals, um nach weiteren Lebensmitteln zu suchen, da wir nach Mandys Ankunft einen Engpass hatten. Er würde für 2 Tage weg sein. Mir graute es davor. Pass einfach auf dich auf, okay? Zake zog seine Tasche über die Schulter und lächelte sein schönes Lächeln. Ja, natürlich. Versuch Mandy nicht umzubringen, okay? Ich werde es versuchen. Ich zögerte, dann umarmte ich ihn ganz fest. Bevor wir uns voneinander lösten, gab ich ihm einen kurzen Kuss auf die Wange. Er lächelte und strich mir mit einem Finger über die Stirn. Wir sehen uns bald wieder. Ich winkte zum Abschied. Wo will er denn hin? Mandy muss gerade aufgewacht sein. Ich stöhnte innerlich auf. Na toll, jetzt saß ich mit Ihrer Majestät Mandy fest. Er wird bald zurück sein. Wie bald? Was kümmerte sie das? 2 Tage. Hm. Ich sah Mandy an und schnappte mir dann meine eigene Tasche. Ich fahre zu deiner Absturzstelle. Ich werde in ein paar Stunden zurück sein. Warum gehst du dorthin? Lag es nur an mir oder klang sie ein wenig panisch? Ich suche nach Vorräten, Herrgott. Was sollen die ganzen Fragen? Ich verabschiedete mich und machte mich auf den Weg. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass Mandy etwas vor mir verbarg. Eine halbe Stunde später kam ich an der Absturzstelle an. Die Trümmer des Flugzeugs lagen noch immer auf dem Boden verstreut. Es war so unheimlich. Ich fing an, alles zu durchstöbern, was noch zu retten war, als ich auf etwas stieß, das wie eine Handtasche aussah. Das muss Mandys sein. Ich öffnete sie und tatsächlich, darin befanden sich das Geld, Kreditkarten und ein Ausweis. Ich warf einen Blick auf den Ausweis.
aber was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Statt des Namens Mandy Sandy, wie sie uns gesagt hatte, stand auf dem Ausweis, dass ihr richtiger Name Mandy Sabine war. Sabine, das war mein Nachname. Warum hatte Mandy denselben Nachnamen wie ich? War das ein Zufall? Nein, das konnte es nicht sein. Die Tatsache, dass sie gelogen hatte, bewies, dass sie ihn vor mir verheimlichte. Aber warum? Was? Dann traf es mich wie eine Tonne Ziegelsteine. Mandy, ich wusste, dass ich sie von irgendwoher kannte. Mandy war meine Mutter. Du hättest nicht herkommen sollen, Annika. Ich wirbelte herum. Mandy, meine Mutter? Sie stand grimmig da. Du bist... Na los, sag es. Du bist meine Mutter? Mandy lächelte, aber es fehlte jede Wärme. Ja, aber ich verstehe nicht. Warum bist du hier? Warum hast du mich im Stich gelassen? Mandy seufzte. Sie drehte sich zu mir um. Weil ich dich gehasst habe. Ich zuckte zusammen. Ich habe dich gehasst und ich wollte dich nicht. Du hast mein Leben ruiniert. Ich hätte ein Model bei der Victoria's Secret Fashion Show sein können. Aber nein, du musstest ja kommen und meinen Körper ruinieren. Stattdessen arbeite ich als Journalistin, ein dummer, langweiliger Job. Aber eines Tages führte mich meine Arbeit in die Arktis. Da habe ich meine Chance gesehen. Ich habe dich hier abgeladen, wie das wertlose Ding, das du bist. Und ich habe dich verlassen. Und ich bedauere meine Entscheidung kein bisschen. Du bist ein Ungeheuer. Es ist nichts Persönliches, nur geschäftlich. Aber warum bist du dann wieder hier? Wenn du mich so sehr hasst, warum bist du dann zurückgekommen? Mandy rieb sich das Gesicht. Das ist das einzig Ärgerliche an meinem Plan. Du hast überlebt. Das hättest du nicht tun sollen, weißt du? Jetzt bist du überall in den Nachrichten. Irgendein Satellit oder so hat dich hier ganz allein entdeckt. Ich wusste, ich musste zurückkommen und dich loswerden, bevor jemand herausfindet, was ich getan habe. Mich beseitigen? Oh mein Gott, meine Mutter war wirklich ein Monster. Wie konnte ich nur mit ihr verwandt sein? Ja, tut mir leid, Schatz. Mandy hob einen Speer hinter ihrem Rücken hervor. Die Welt wird es nie erfahren. Plötzlich schoss mir die Wut durch die Adern. Wie konnte das Leben nur so ungerecht sein? Nein, ich werde dich nicht gewinnen lassen. Ich stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Aber als ich es tat, entstand ein Knacken unter mir. Oh, auch Mandy erstarrte. Sie schaute auf den Riss, der sich schnell ausbreitete und jede Sekunde größer wurde. Sie wich zurück. Ich sah mich um und erkannte plötzlich, dass wir uns auf einem zugefrorenen See befanden. Wie konnte ich das nur übersehen? Mandy wich zurück und stolperte, wobei sie weitere Risse in den empfindlichen Boden riss. Mandy, warte! Ich schrie auf, als plötzlich der Boden zu verschwinden schien und ich in das eisige Wasser unter mir stürzte. Ich schrie auf, als die Kälte wie rasiermesserscharfe Klingen in meine Haut biss. Ich schaffte es, mich hochzudrücken und an den Rand des Eises zu klammern, aber ich konnte mich nicht aus dem Wasser ziehen. Mandy, Hilfe! Mandy stand nur da und sah mir zu, wie ich um mich schlug und nach Luft rang. Mandy, ich bin deine Tochter! Mandy sah weg. Es tut mir leid, Annika, aber ich kann nicht zulassen, dass du mein Leben ruinierst. Meine Mutter drehte sich um und ließ mich ein weiteres Mal im Stich. Ich verlor den Halt auf dem Eis und fiel zurück ins Wasser, völlig untergetaucht. Schwarz füllte meine Sicht. Ich war am Ertrinken. Während ich dem Tod näher kam, dachte ich an Zeke, an sein Lächeln, sein gutes Herz. Ich würde ihn vermissen. Dann packte mich eine Hand am Kragen und riss mich aus dem eiskalten Wasser. Ich schnappte nach Luft, als Zeke mich rettete und zurück an die Oberfläche zog. Annika! Zeke zog seinen Mantel aus und wickelte mich in den warmen Pelz. Meine Zähne klapperten, als ich ihn dankbar ansah. Danke, Zeke! Aber meine Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Plötzlich tauchte Mandy auf, schwang ihren Speer und stürmte direkt auf uns zu. Mandy stürmte auf uns zu, aber sie rutschte auf dem Eis aus und anstatt mich zu töten, ließ sie den Speer fallen und fiel mit dem Kopf voran in das Loch im Eis. Mandy! Wir rannten los, um sie zu retten, aber als wir ankamen, war sie schon weg. Zeke griff nach mir und hielt mich fest. Ich schloss meine Augen. Solange Zeke hier war, ging es mir gut.